Überschuldung, Finanzenkrise, Schuldenschnitt. Seit langem führen diese Themen die Schlagzeilen an. Ich mag es schon gar nicht mehr hören. Niemand hat gern Schulden. Trotzdem leben wir über unsere Verhältnisse, bezahlen mit Geld, das wir erst morgen verdienen werden, spekulieren darauf, dass andere uns die Schuld erlassen. Ich bin kein Finanzexperte. Ich möchte mit Ihnen auch nicht über Finanzen reden. Denn die meiste Schuld lässt sich gar nicht in Heller und Pfennig berechnen. Da ist zum Beispiel die Beziehung, die auch durch meine Schuld kaputt gegangen ist. Eine Lüge, die mir heute noch auf dem Gewissen liegt. Oder jemand, dem ich nicht mehr in die Augen blicken kann. Persönliches Versagen. Oder einfach etwas Gutes, das ich unterlassen habe. Ich wusste genau, das wäre jetzt nötig, aber ich habe mich nicht getraut. Altlasten unserer Vergangenheit. Ich will nicht darin herumrühren. Sie sind uns unangenehm. Aber so gesehen sind wir alle überschuldet. Solche Dinge kann man nicht abtragen, indem man sie zurückzahlt. Sie lassen sich nicht ungeschehen machen. Wir bringen sie nicht in Ordnung, indem wir nicht mehr darüber reden. Gibt es auch dafür einen Schuldenschnitt? Zuerst stünde uns etwas mehr Aufrichtigkeit gut zu Gesicht. Wenn ich um Vergebung bitte, dann darf ich meine Schuld nicht rechtfertigen oder schönreden oder gar anderen in die Schuhe schieben. Nein, dann muss ich sie bekennen. Das kostet Überwindung, aber es ist unumgänglich und es ist gesund. Ich wünsche Ihnen diesen Mut, Ihre Fehler zuzugeben. So machen Sie es Ihren Mitmenschen leicht, Ihnen zu vergeben. Und dann werden Sie erleben, dass Ihre Schuld vergeben wird, dass Ihr Gewissen wieder aufatmen kann. Es lebt sich leichter so. Wo wir gerade beim Bekennen sind, vergessen Sie Gott nicht dabei. Wenn es ihn gibt, dann muss er sich jeden unserer Fehltritte ansehen. Er ist immer betroffen, wenn Schuld passiert. Er leidet mit denen, die verletzt werden. Und er ist der Einzige, der unsere Fehler endgültig vergeben kann. Und deshalb ist es ratsam, auch ihn um Entschuldigung zu bitten. Wie das geht? Nun zum Beispiel durch ein Gebet, wie dieses: Gott, es passiert mir immer wieder, dass ich unüberlegt daherrede. Ich habe jemanden verletzt dabei, schenke mir bitte eine Gelegenheit, das richtigzustellen. Gott, es tut mir leid, dass ich mich nicht beherrschen konnte. Im Nachhinein ärgere ich mich darüber, vergib mir bitte. Ich wollte eigentlich nicht, dass ein Streit aus dieser Kleinigkeit entsteht. Es ist trotzdem passiert. Gib mir den Mut zur Versöhnung. Nein, es ist Gott nicht unangenehm, wenn wir so mit ihm reden. Im Gegenteil, er wartet darauf. Die Sache mit dem Vergeben ist ihm ein echtes Anliegen. In meiner Bibel lese ich, wenn wir unsere Schulden eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Gott verspricht uns einen persönlichen Schuldenschnitt. Was wollen wir mehr? Worauf warten wir noch? Wahrscheinlich wird uns die Schuldenproblematik noch ein Stück begleiten. In der großen Politik, genauso wie im persönlichen Leben. Aber Sie wissen jetzt, wie Sie rauskommen aus Ihrer persönlichen Schuldenkrise. Die eigenen Fehler zugeben, vor sich selbst, vor den betroffenen Menschen, vor Gott. Um Entschuldigung bitten und Vergebung annehmen. Aufatmen, entlastet leben. Das wünsche ich Ihnen.